Just a minute or so now until the game starts. Patience. Just a minute. Ja, willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Ich habe Medusa, die ich ein bisschen früher gepickt habe, als ich gern hätte. Die Zeit lief aus und wollte kein Geld verdienen. Naja. Gucken wir mal auf der Offlane. Ne? Nyx, Barra, Mischung. Irgendeine Mischung daraus. Ring of Aquila ist natürlich stark an ihr. Wenn ich den. Machen wir es mal so. Oder den Ring of Protection. Machen wir es mal so. Bisschen Stats in die Lane starten. Dann möglichst schnell Slippers of Agility im Sideshop kaufen. Und danach Ring of Protection und Aquila fertig machen. So. Ja, könnt eure Wetten abgeben. Länger keine Medusa gespielt, hatte ich mal wieder Bock drauf. Ist im aktuellen Meta nicht so stark. Aber ja. Sie haben vor kurzem Mystic Snake gebufft, bisschen. Ein Spell, den ich eh schon mal ganz gut fand. God, I really hope this match ends up being of any cosmic significance. Sauber. Okay, ich glaube, sie hat einen First Blood. Ja, aber wir haben jetzt 3-1. Das ist durchaus okay. Wenn wir jetzt oben ein bisschen was verpassen. Habe ich einen Kill gekriegt? Habe einen Kill gekriegt, 2 Assists. So. Und dann bringe ich mir den Scheiß gleich mal. Habe ich einen fertigen. So. So viel will ich jetzt auch nicht machen. Ich verpasse hier schon genug. Aber die Mystic Snake eben noch angebracht. Das könnte reichen, um sie zurückzudrängen. So. Und dann eventuell gleich noch halt Sage's Mask am Rand. Ups. Okay, actionreicher Start auf jeden Fall. Naja. Wie viel Schaden habe ich? Okay. So, das ist blöd, wenn wir die in den Tower ziehen. Das Last Hit ein bisschen schwierig. Das war zu viel. Danke. Oh, schon ruhig mal ein bisschen harassen zwischendurch. Oh, ich will ganz gern zum Sideshop mal. Okay, wenn ich meine Last Hits kriege, bin ich zufrieden. Aber ich würde ganz gern trotzdem mal meinen Aquila fertig machen. Da hätte auch der Ogermagi ein bisschen Regen mit. Von der Aura. Sehr schön. Ja, ihre Dual Offlane bringt ihnen jetzt schon nicht so wahnsinnig viel. Es funktioniert ganz gut für uns. Ist nicht, dass sie mich irgendwie ein bisschen wirklich in Verlegenheit bringen können. Und Ogre ist auch ein starker Support einfach. Mit viel HP, guter Regen. Nein, habe ich noch getroffen, die Sau. Ups. Na, 2. Ach, bisschen zu lange auf der Mystic Snake noch. Aber das ist mal ein sehr guter, ein sehr akzeptabler Start. Hervorragend. 2-0-2. 3,5 Minuten. Nehme ich.
nehme ich. Was ich nicht nehme, war dieser Last Hit, weil ich zu doof bin, das vorzubereiten. So. Gerade ein bisschen im Twitch-Chat geguckt, ob irgendwas Wichtiges diskutiert wird. Und gerade über das Wettsystem, das Schoki-Wettsystem diskutiert. Bestimmt komme ich irgendwann dafür in den Knast, weil das irgendwie illegale, weiß ich nicht, Sucht, Spielsucht unterstützt oder irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas kommt da mal raus und dann bin ich gearscht und ihr seid schuld. Vielen Dank schon mal. Danke, Jungs. Ihr seid schuld. Das mal für Überraschungsgangs, die ich eventuell kassiere, mal das Spell Shield an. 5-1 für mich. Ja, gut, ich war auch an 4 Kills beteiligt. So, ein bisschen harassen. Sollte immer drin sein. Der Ogre ownt den Nyx Assassin halt mal. Aber sowas von. Okay, jetzt haben wir auch. Ich mach mal einfach die Face Boots fertig. Ach, fuck. Nicht mehr, nicht mehr so weit gesprungen. Ich mache halt den Aquila an, dann können wir ein bisschen auf den Tower pushen. Not yet. Nice, zu spät angemacht. Und ordentlich HP und Mana geleecht. So muss das. Ich hätte sogar eben extra das Mana Shield ausgemacht. Na, Tower Akku loswerden. Okay, wurde ich kurz gecharged, oder sogar? Bisschen aufpassen jetzt. Lief sehr gut bisher. Ja, krieg ein bisschen Schaden. Dann hätte er ein bisschen Schaden verhindert, aber das Mana müsste ich trotzdem geklaut haben. So, einmal im Kreis springen bei den Jungs. Ja, schade, dass der Ogre nicht da ist mit seinen Arcane Boots. Mal wieder ein bisschen auf den Sack gehen zwischendurch. Auch wenn er das Carapace anmacht, müsste er trotzdem noch das Mana saugen. Sollte damit ja nicht viel zu tun haben, eigentlich. Nice. Spike Carapace genutzt. Aber hat auch keinen großen Cooldown. Also keinen sehr großen. Dann kostet auch nicht viel Mana. Nice. Haben wir ja keinen Mana gehabt oder Cooldown noch. Hm.
Ja, das läuft ziemlich gut hier. Ich mache mal wieder mein Shield an. Naja, nicht weiter gesprungen. So, ja, ganz schön aufgeholt. 5-7 steht es inzwischen. Und ich werde mir mal ihn hier holen. Nee, reicht. Danke. Soll man nicht in die Deny-Range springen? Der nächste Assassin ist gerade auf dem Weg. Ich hole mir mal einen Townport, damit ich im Notfall weg kann. Muss ein bisschen Auge drauf haben, ob ich den Bara rechtzeitig sehe, weil eine Kombo aus Nyx, Ulti und Bara Charge kann immer noch wehtun. Und da war eben gerade zu sehen und jetzt da nicht mehr zu sehen, der Nyx. Jetzt bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Bara ist auch nicht in Sichtweite. Ja, genau, Spirit Breaker fehlt. Nyx auch. Die Dauer von Nyx Ulti wurde auch verlängert, in der Invis ist, von daher etwas Acht geben. Okay, Spirit Breaker ist in der Mitte. Go for it. Ich werde jetzt auch mal wieder die Dings anmachen. Ich bin mal Mana Shield maxen einfach. Ist jetzt auch nicht irgendwelche Stacks vorbereitet, dass ich da den Split Shot brauche. Jetzt pushen wir oben den Tower. Das bringt auch ein bisschen Geld fürs Team. Und nicht zuletzt für mich. Na, ah, ist zu früh. Okay, da geht's aber rund. Das macht den. Da geht der Kampf noch weiter, okay. Dann push ich einfach weiter in den Tower. Hab ich auch nichts dagegen. Ich tank mal ein bisschen fürs Katapult. Aber nur ein bisschen, jetzt reicht's. Vielleicht sogar noch oben den Tower ein bisschen mitgeben können, aber sind alle Miss. Wäre jetzt ein bisschen sehr riskant langsam. Weil es ziemlich low auf 400 HP. Das ist gut, könnten wir die Mitte pushen als nächstes. Your middle tower is under attack. So. Come, my pets. Your feast awaits. Mystic Snake. Ja, als nächstes Ultimate Orb. Das hat denn der Invoker. Ist auf dem Weg zum Silence, da wird mir das Linkens auch helfen. Auch gegen Spirit Breakers ist ziemlich praktisch. Ah, ich dachte, wenn er gerade zum Last Hit nach vorne kommt, erwische ich ihn. Leider nicht. Nur noch alle Tower, 9-8. Wir haben den ersten Tower von ihnen.
Der obere ist fast down. So, diesmal dürfte er nicht schnell genug wegkommen. Doch, natürlich. Fucking fucker. Und dann haben sie noch einen gekillt vorher. Aber kriegen da ganz schön auf die Nase. Sollten wir den Tower in der Mitte. Müssen wir Druck setzen. Der Tower schon in Deny Range. Nein, ganz knapp nicht. Nix auf dem Weg in die Mitte. Jetzt farme ich gerade nicht so viel, sondern halt eher ein bisschen die Kollegen hier in Schach. Und Traum noch zum Invoker gesprungen. Geht doch. Autsch! Okay, an den Bar habe ich nicht gedacht. Ob es das wert war, habe den Tower gekriegt, was gut ist. Aber bin direkt drauf gestorben, wahrscheinlich nicht. Fuck! Scheiß Barer. Hat auch nicht wirklich Support in irgendeiner Art und Weise. Hier, komm! Einfach sein. Bisschen schwache Aktion da Shadow Fiend insgesamt. Hä? Warum habe ich das denn nicht mitgenommen? Keiner weiß es. It's not time yet. Einfach einen Doomen. Komm, Ulti. So. Klugen Kommentare eben von dem Doom. Das ist immer das Beste. Einfach stumpf irgendwas sagen wollen. So, und den Teamkampf haben wir sehr souverän gewonnen. Und durch den Main Ulti mussten sie sich zurückziehen. So. Den haben wir ziemlich sicher. Linken ist bald fertig. Das gefällt mir sehr gut. So, ich gehe mal wieder farmen. So, gleich mal zwei. So, kann sich gleich mal verpissen da. Jetzt fange ich mal an, Split-Shot zu leveln mit. Sauber. Linkens fertig. Das ist mal sehr praktisch. Okay, was geht da? Vielleicht nicht oben den Tower einfach so stumpf verlieren. Ich komme nicht mehr rechtzeitig an. Bin ich zu langsam für. Ich habe den Last Hit nicht gekriegt.
Das ist schon mal ganz gut für uns. So, als nächstes zumindest Yasha. Dann mal schauen mit dem kompletten Manta. Obwohl es nicht verkehrt ist. Die Stats sind gut. Movement Speed. Das Linkens hilft mir jetzt richtig gegen Dings. Gegen, wie heißt der Scheiß? Mann gegen Bara Charge. Gerade ein bisschen im Chat geschaut, wo Jonas gerade mal vorbeischaut. Hi. Grüße an Jonas. Und nach unserem JDL, nach unserem Joint Dota League Match gefragt hat, das verschieben wir wohl, weil. Weil das andere Team keine Zeit hat heute. Und deswegen verschieben wir das wohl gerade. So, wenn es jetzt passt, würde ich einfach oben die Lane pushen. Schnell den Tower holen, bevor die es merken, weil die sind in der Mitte echt gerade beschäftigt. Und der Tower ist viel wert. Oben. Netter Versuch vom Sniper. Aber. Not successful. Das läuft viel, läuft echt richtig, richtig gut für mich. It's no time yet. Das war genau verkehrt rum. Ich muss auf dem Kleinen anfangen. Ein bisschen abgelenkt. Dagegen, dass wir das Spiel jetzt noch verlieren. Das war ein Fehler von mir. Dass ich dann noch angegriffen habe in die. Ups. Autsch. Ich dachte, wir kriegen ein bisschen schneller Verstärkung. Ja, wäre es weniger blinken, mehr mitspielen. Was sollte dieses dumme Geblinke denn? Stumpf auf mir rumpingen, wie so ein Idiot. Hätte man lieber sich um sich selber kümmern sollen und spielen. So, ein bisschen Mana saugen. Autsch. Was, warum verlieren wir denn überall so krass gerade? Das gefällt mir nicht. Okay. Der Doom geht mir ein bisschen auf den Sack. Der pinkt irgendwie so viel, der redet doof rum irgendwie. Denkt er, dass er ganz viel Ahnung hat, nervt aber. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Ja, könnte noch was geworden sein, ganz knapp. Und unser Kurier auch tot? Was machen die denn? Die Leute sterben, unsere Kuriere sterben, alles stirbt.
Naja, wir haben noch den Taufer da oben, die zwei Tower, die ich gepusht habe. In der Mitte auch. Drei Tower gepusht. Und unten war ich auch irgendwie. Das macht das Team, wenn ich eigentlich gerade nicht da bin. Weiß keiner. Ich hole mal hier die Rune. Ups. Nice. Sauber, Jungs. So. So. Schön alles haben sie, haben schön Sachen auf die Edu gesetzt, die ich da reingeschickt habe. Und danach einfach mit Ulti reinrennen, mitten in den Teamkampf. Alle platt machen und das Spiel gewinnen. Fucking fuckers. So läuft's. Ja, hab halt Glück, dass ich am Anfang so guten Farm mit der Medusa hatte. Hätte ich nicht so guten Farm am Anfang mit der Medusa gehabt, ne, würde das alles überhaupt gerade nicht klappen, was ich hier mache. Das ist nur, weil ich wirklich verdammten Farmvorteil hab. Und zwar richtig krass. Traum. Autsch, nicht so Traum. Ups. Ja, bitte ping ganz viel auf mir. Sind die alle Idioten? Was denken die sich eigentlich alle? Warum? Was denkt sich mein Team eigentlich, dass sie ständig auf mir rumpingen? Irgendwie sind die ein bisschen nervig, die Jungs. So. Als nächstes gibt's Skadi. Wer hat eigentlich den Kurier gerade gestoppt? Auto, jetzt gehe ich doch ein bisschen drauf. Komm! Schneller! Okay, jetzt langsam Schluss. Hätte auch mal jemand stunnen können hier unten. Schade. Okay, jetzt habe ich. Das hilft mir ganz gut. Irgendwie ist es hier ein bisschen ein komisches Spiel. Die müssen wir ein bisschen zusammenreißen. Was ist denn mit dem Bounty los? Sollte man pausieren, der vielleicht wiederkommt. Ey, die nerven mich mit ihm rumgepinge. So. Also, mein Mentor-Style habe ich fertig, was ganz praktisch ist. Und als nächstes gibt es dann Skadi. Oder ganz gute Items. Der Doom mit den Griefs. Schade, dass der Ogre nicht eben bei mir geblieben ist. Dann hätte ich, wäre ich da gut entkommen. Oder hätte mir Blattlast geben können oder irgendwas machen, als er direkt neben mir stand, während ich verfolgt wurde. Haben wir denn Track Kills ein paar gehabt? Weiß ich gar nicht, ein paar vielleicht. Level 8 Bounty, das war schon ein bisschen schlimm.
Okay, never mind. Everyone just go bottom. Bräuchten sich mal ein bisschen mehr Vision. So. Baue ich das zusammen und dann als nächstes einfach den nächsten Ultimate Orb. Muss man auch vielleicht meinen Linkens mal auf jemand anders setzen, wenn ich nicht gefokust werde. Das könnte auch ganz hilfreich sein. So, müssen wir gucken. Na, das Spiel ist einigermaßen aussichtlich insgesamt, auch wenn es für mich so gut lief, aber mal schauen, was wir da draus machen. Du bist gecharged. Tja, schade, dass der Shadowfiend das viel zu spät gemerkt hat. Sauber. Diesmal hätte ich fast dran gedacht, ihn rechtzeitig. Traum. So, wieder nicht denied oder so ein Quatsch. Sehr schön. So, jetzt können wir unten ein bisschen pushen. Haben sogar Katapult dabei. Sauber. Das ist immer so billig. Immer so, was will das? Wolltest du was machen? Es ist so erbärmlich, solche Leute wie der Doom. Gehen mir im eigenen Team schon auf den Sack. Im eigenen Team mehr als im Gegnerteam. Ich finde sowas peinlich, im eigenen Team zu haben. So schlecht, manche Leute. Unglaublich. Unglaublich. So ein bisschen. Das ist gleichmäßig, dass ich nicht so viel Mana verliere. So, mal gucken, wie wir dann weiter pushen können demnächst. Ja, nicht, dass ich den Respawn blocke. Autsch. Shadow Fiend und Doom
machen sich gegenseitig doof an. Sehr gut. Way to go. Wie wäre es, wenn ihr kämpft? Was ist denn für Pussys? Ey, unglaublich. Den Doom muss ich jetzt mal muten. Der ist echt peinlich. Der Cherophin ist leider nicht viel besser. Gute Informationen kommen da nicht, sondern nur... nur Rumgeheule. Okay. I'm not ready. Als nächstes dann hoffentlich bald das Skadi fertig. Ich farm jetzt einfach mal ein bisschen. Ich hätte unten einfach weiter pushen sollen. Es hilft nichts mit den Leuten, damit zusammenspielen ist nicht so erfolgreich. Jungs. So, der Ulti muss man wieder rausreißen. Wahnsinn. So, aber bald habe ich mein Dings fertig. Mein Skadi und dann kommen sie nicht so leicht weg. Die Säcke. Track. Ich lasse das aber lieber mal dem Shadow Fiend, weil der stirbt schneller als ich. So, jetzt mal zusammen pushen, Jungs. So, Bloodlust immer auf mir haben. Danke.
So. So, mit Aegis. Sehr gut. Okay, anscheinend gehen wir einfach. Gehen wir nach oben. Damit wir nicht eingepusht werden. Jetzt sterbt bitte nicht alle in der Mitte. Bitte nicht, wenn ich euch einmal alleine lasse. Kommt zu mir, Jungs. Ach, ey, die darf man nicht alleine lassen. Das ist wie so ein Kindergarten. Unglaublich mit den Jungs, ey. So. Wie das Geld hier reinkommt, ist schon ein bisschen bitter. Als nächstes. Ein Butterfly. Butterfly. Und dann. Schauen wir mal. Die Wine Rapier Time ist noch nicht ganz. Nein, ihr braucht nicht damit drauf schießen. Ich will nicht den Doom seinen 2 Mark Farm klauen, die er hat. Hey Jungs, irgendwas stimmt da nicht. So wie das läuft. So, Jungs. So, sollte mal die Mitte pushen jetzt. Mit den Kollegen. Na gut, dann anscheinend doch noch nicht. Muss ein bisschen aufpassen. Die jetzt auf der Jagd nach mir sind. So, als nächstes. Das Butterfly ist noch fertig für mehr Damage zum Pushen.
Ja, bitte. Genau. Farmen den gleichen Spot wie ich. Auf keinen Fall geh nach links zu dem anderen Spot. Nicht, dass wir effizient farmen. Soweit kommt es noch. Ja, was soll ich verkaufen, du Blitzbold? Können wir ein bisschen die Warden gehen mal. Zwischendurch. Ich hab Ulti ready. Warum nicht ges... Okay. Da war ich zu spät dran. War ich gesilenced und konnte zu spät meine Dings auslösen. Ah ja, das ging schief. 3, 11, 8, 7, 8, 9. Ich verstehe es echt nicht, nachdem wir das Early Game ganz gut im Griff hatten, dass wir so verloren haben bisher. Erst mit Kämpfen, Jungs. Mann, wie lange bin ich denn disarmt? Ist ja zum Heulen. Ey, wir haben keinen Tod gekriegt oder was? Die stehen da alle, können sich nicht bewegen. Und wir kriegen keinen Tod. Was machen die denn? Ich war noch disabled, weil ich ganz vorne stand. Wie geht denn das? Warum kriegen wir denn keinen Tod? Das ist doch unmöglich. Knack. Gut, ich war disabled durch den... Den Volker spielt halt echt gut. Und wir spielen echt scheiße. So, ich muss mal einen Butterfly mal fertig bauen. Schade, dass wir den Gem so schnell verloren haben. Nein, den Nyx-Assassin gekillt. Ja, wir haben halt leider einen Gem. Die haben einen Gem. Schilfin liebt auch gefährlich. Nicht viel, was der... Ups, ich muss zurück. Schneller. Hat er einen Town Porter? Natürlich nicht. Der hat kein TP. Und stirbt der wie ein Idiot? Ja, natürlich stirbt der wie ein Idiot. Unglaublich. Diese Idiotie. So. Hier noch Cooldown auf Buyback. Sehr schön. Hä? Achso, ist die Edu. Ich dachte schon. So doof kann der ja nicht sein.
Komm. Traum. Sehr schön. Wir haben einen Creep dabei. Den müssen wir nur beschützen. Wir haben zwei dabei. Das müsste zählen, auch wenn wir da hinten andere haben. Jungs. Kannst du mal mit angreifen, Doom? Ist das ungefähr der dümmste Typ der Welt? Es ist kaum zu glauben. Ey, der Doom ist unfassbar dumm. Anstatt einfach mit anzugreifen. Nee. Guck hier ein bisschen aus dem Fenster. Ist auch gerade schön. Wahnsinn. Es war so cool, dass wir diese zwei Creeps dabei hatten, obwohl hinten die ganze Wave war, die ein bisschen die Creeps gibt haben. It's not time yet. Wahnsinn. Also. Der Doom, echt, jetzt vor Ewigkeit im Twitch-Chat, wie die Landschaft genossen hat, aber echt sowas Dummes. Vier waren tot und er pusht nicht. Wir hätten die ganze Lane haben können. Man könnte immerhin die Melee-Rex bekommen, aber trotzdem. Wahnsinn. Schön. Die Jungs mal wieder auf dem Suicide-Trip. Irgendwo. Na, ich muss verteidigen. Ich baue mir kein Dings, kein Rapier und ich habe Buyback noch. Wie wäre es mit bisschen so Dummerei und so? Wahnsinn. Zum Glück tanke ich halt einiges weg inzwischen. Okay. Warum sollte hier jemand gerade gewesen sein? So. Push. So, jemand kann es nehmen. Vielleicht beschützt erstmal, haben wir einen Gem? So, jetzt pushen wir die Mitte, während unten unsere Lane auch pusht. 2, 4.
Dann geh kurz in den Jungle und hol dir deinen Scheiß. Der Dings ist hier. Wo geht denn der Shadowfiend hin? Ja genau, jetzt geh Ancients Farm. Genau jetzt. Schon hardcore schwer, so dumm zu sein. Bloodlust ist so super. So, dann sollten wir alle in die Mitte, Jungs. Alle in die Mitte. Oh Jungs, verkackt. Schön in mein Ulti reingelaufen. So geil, und das klappt, dass ich mit dem Ulti in die alle reinlaufe, wie die letzten Male jetzt. So, als nächstes gibt es die Travels. Jungs, macht mal keinen Scheiß. Ach, dieser Shadowfiend, ey. Traum, EMP, Tornados raus. Der Shadowfiend ist das Letzte. Der ist so unfassbar schlecht. Das zweite Aegis ist ja völlig verschmeißt schon. Wahnsinn. Wofür möchte Eiswolf gerne meine Erlaubnis haben? Jetzt irgendwie. Ah, ärgerlich. Was machen die denn? Und warum machen sie es so schlecht? Als nächstes gibt es da Moonshard, so. Ey, die Stats von den Jungs, ey. Unglaublich. Wie sie mal gegenseitig auch retten mit dem Forster. Den Dings habe ich vorhin fast gehabt.
Danke. So, 100 Sekunden ist der tot. So. 100 Sekunden, der Sniper vor allem. Alle ihr Buyback genutzt. Oder auch nicht. Kämpft mal ein bisschen. Oder kämpft auch nicht. Ich weiß nicht, was Doom und Shadow Fiend machen. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, was die machen. Die machen irgendwas. Die sind irgendwo, Der Fahrer war noch tot, der gefährlich ist. Bei uns war nur der Bounty Hunter tot, der eh nichts bringt in den Kämpfen. Ah, okay, Shadow Fiend. Gut gemacht. Hä? Jetzt will jemand den feeden. Okay, irgendjemand... Der Shadow Fiend wollte gerade den Kurier feeden. Auch gut. Wahnsinn. Stellen Sie sich an, wie die ersten Menschen, die Dota spielen. So, der Sniper hat auch kein Buyback. Ich habe allerdings auch kein Buyback. So, bald habe ich die Moon Shards und dann bin ich halt six-slotted. Was hat er eigentlich für Items? Ja, so mittel. Für 60 Minuten mit Doom war eigentlich ziemlich arm, ehrlich gesagt. Da sollte mehr drin sein. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. So, mal ganz kurz. Achso. So, jetzt komm mal her mit dem Scheiß. Der Attack-Speed 0,36 pro Sekunde mit Bloodlust. Das ist extrem krass. Okay. Die suchen nach uns. Okay, wieder mit den Barer nicht bekommen, aber ich musste hier weg, leider. Wahnsinn.
Da passiert einfach nichts. Die machen keinen Schaden, die machen nichts. Ich wurde von dem Sniper passive. Ich brauche eigentlich einen BKB als nächstes. Auch noch. Your top tower is under attack. Sniper, Doom. Traum. Sauber. Okay, jetzt Mitte. Der hat keinen Buyback. So, jetzt. Jetzt kommt. Kann der sich mal bewegen von da oben? Nee, er farmt die Lane. Ist der dumm? Sekunden, Jungs. Ey. Die Jungs treiben mich in den Wahnsinn, echt. Holt euch mal die Mitte. Wahnsinn. Einfach mal sterben. Der Chef denkt sich mal, ich gehe einfach mal sterben. Der Ogre kann da mal gar nichts für. Ist natürlich klar, ist der stirbt jetzt bei in der Zeit. Unglaublich. Sniper tot und wir schaffen es nicht zu pushen. Der rennt einfach rein und ist sofort tot, der Shadowfiend. Ja, du stehst ja total gut. Du bist super hilfreich und alles. Treibe mich in den Wahnsinn. So, jetzt gibt's Boots of Travels. Ich drehe durch mit den Jungs. Sowas Unfähiges habe ich schon lange nicht mehr erlebt. So, ich muss mir erstmal die Travels holen. Hab ich genug Geld? Ja.
So, schnell. Gebt Gas, Jungs. Nicht dahin gehen. Nicht farmen gehen. Pushen. Ey, wir brauchen so lange, um eine Lane zu pushen. Mit einem Shadow fucking Fiend. Brauchen 60 Sekunden, um von da nach da zu kommen. Ich war noch. Der Shadow Fiend war doch schon hier direkt. Als ich los bin mit meiner Blues of Terror, ich hätte sofort hinport. Ey! Ups, falsch. So. Das machen sie Roshan. Geil. Und sie werden halt mit Roshan mehr machen als die zwei Male, wo wir dem Shadow Fiend das Aegis gegeben haben und er jedes Mal es völlig verschmissen hat. Ja, ping auf mich. Weil ich brauche eure Hilfe. Ich bin derjenige, der das Spiel nicht verstanden hat. So, da liegen Sentry Wards ohne Ende. Ja, den Tier 2 können wir vergessen. In der Base verteidigen, Jungs. Your bottom tower is under it. No, wait. It's dead. Bottom tower being attacked. Jetzt sterbt nicht in den paar Sekunden, in der ich nicht mal auf euch aufpassen kann. Aber wenn das Aegis geht. Okay, nice. Hab ich gar nicht gedacht. Und der Sniper ist wieder mal tot. Mit Aegis. Traumhaft, Jungs. So. Snipers vor allem. Oh nein. Na, ich muss mal 10 Sekunden noch. Autsch, na gut. Na gut, ich hab Buyback. Wenn es sein muss. Der Sniper hat kein Buyback. So. Jetzt müssen wir die Lanes ein bisschen pushen. Ah, Wahnsinn. Stimmt, dieses Butterfly Active benutzen soll, wie man schreibt. Das vergesse ich immer. Ich hatte eine Zeit lang schon fast wieder erinnert, aber ich vergesse es immer, dieses Butterfly Active.
Und darf ich mich wieder zurückkaufen? Wie ständig? Der Doom. Ja, genau. Komm du mal her, Lina. So sieht's aus. Mann, schon wieder 1000 Jahre entwaffnet. Ich brauche echt fast ein BKB, aber... So, jetzt Shadow Fiend, kämpf mal. Traum. Da ist der Shadow Fiend wieder tot. Jetzt finden wir die letzte Rex. Okay, Buyback. Schade, wir hätten den Sniper gedoomt, dass wir den nicht killen konnten. Und leider verdienen wir jetzt diesen einen Kampf verloren haben, wo wir die beiden Rex down gingen. Ich glaube, so krass es klingt, glaube ich, hole mir gleich statt des Butterflies statt des Linkens hole ich mir ein BKB. Okay. Ich brauche das im Kampf einfach. Ich muss das mal jetzt wieder. Obwohl, ich habe eh keinen Buyback. Und bald gibt es ein Rapier statt des Manta Styles. Das hilft alles nichts. Auch mal wieder ein Gem. So. Ey, dass er immer nicht six-slotted ist. Ist der Wahnsinn. Mir ist egal, wie viele Gems wir langsam haben. Wie hat er mich da hinten noch getroffen? Kämpft. Ey. Ich hole mir das Rapier als nächstes. Bringt alles nichts. Und das Manta-Style muss halt gehen. Das ist schlimm.
Wann habe ich Buyback wieder? In anderthalb Minuten, also will ich es nicht verschwenden, das Geld. Der Ernie spielt jetzt auch Dota 2. Schon unsere Zeit eigentlich. Sind eigentlich schon bald die Teamspiele angesagt. So, wie viel bringt mir das? 2.500. Ich gleich mal das Relic holen. Ach, der Doom hat ja auch den Gem gehabt, den ich vorhin gekauft habe, oder? Ja. Bounty hat noch einen. Hä? Danke. Autsch. Kämpft mal ein bisschen. Okay, das war's. Das war's. Das beste Team aller Zeiten. Das beste Team aller Zeiten. Auf keinen Fall 5 Vollidioten. Doch 5 Vollidioten mit mir. I bring the heat. Gut gemacht. I've gotten you what you've always wanted. More enemy mega creeps. Gut gemacht, Jungs, ihr seid top. Wahnsinn. Der Ogre Magi war relativ gut. Und der Shadowfiend, der Doom, die waren beide völlig... Ey, wie unfähig. Wir haben so gut im Early Game, also wir, was heißt wir? Wir haben das oben so gewonnen und dann haben wir so krass gefarmt. Ich weiß nicht genau, was mit denen passiert. Sie sind ständig gestorben. Ständig gestorben, so hingestorben. Und wie kann man denn mit einem Doom zum Beispiel nicht six-slotted sein nach 80 Minuten? Nach 80 Minuten nicht six-slotted. Nicht mal das ist nicht mal ein teures Item. Und BKB ist auch ein mittleres Item. Ein Tier-1-Item praktisch. Assault Kiras. Der Rest ist alles... Wir haben Bounty Hunter im Team gehabt. Was sind das denn für... GPMs? Mit Bounty Hunter. 80 Minuten. 80! Abartig.